Dieses Mal folterten sie mich viel härter. Sie peitschten mich aus. Ich spürte das kalte Metall der Pistole in meinem Nacken. Ich konnte mein Herz schlagen hören. Sie schießen wirklich. In über 50 Ländern werden Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Amir aus dem Iran ist einer von ihnen. Aus Sicherheitsgründen kann sein wahrer Name und derzeitiger Aufenthaltsort nicht genannt werden. Dies ist seine Geschichte. Die Gesetze im Iran sind sehr klar, wenn es darum geht, dass jemand Christ werden möchte. Es gibt sehr viele Risiken für jemanden wie mich im Iran, der konvertieren möchte. Ein Regime dieser Art versucht uns normalerweise auszulöschen durch das, was wir in ihren Gefängnissen durchmachen müssen. Das ist der Grund, warum wir immer versuchen, uns zu verstecken. Ich komme aus einem religiösen Hintergrund und wurde ganz selbstverständlich als Muslim erzogen. War ein Muslim und akzeptierte es als Kind. Aber mit 17 fing ich plötzlich an zu zweifeln. Und nach einer Weile begegnete ich im Park zum ersten Mal einem meiner christlichen Freunde. Er sprach mich an und wir begannen uns regelmäßig im Park zu treffen. Und nach einiger Zeit fragte er mich, ob ich Christ werden möchte. Ich sagte ja. Und wir beteten gemeinsam. Und wieder einige Zeit später nahmen mich Freunde in eine Hausgemeinde mit. Wir taten alles, was wir tun konnten, um Risiken zu vermeiden. Es ist irgendwie, als würde man mit dem Feuer spielen. Denn die Gefahr ist sehr groß. Es kann dein ganzes Leben verändern. Wir waren zu Hause, wie jeden Montag, und begannen mit der Anbetung. Da klingelte es an der Tür. Eines unserer Gemeindemitglieder fragte, wer ist da? Und innerhalb kürzester Zeit wurden wir von einigen Leuten verhaftet. Sie brachten uns in ihre geheimen Gefängnisse, die sich in Wohngebieten befinden. Wir waren 12. Mehr als die Hälfte von uns waren Frauen. Eine war schwanger. Ein Kind, 4 Jahre alt. Seine Mutter und seine Großmutter. Normalerweise beschuldigen sie dich, dass du die nationale Sicherheit gefährdest und gegen die Regierung Propaganda betreibst. Das sind die wichtigsten Anklagepunkte gegen Christen. Und wenn sie spüren, dass du dich nicht so verhältst, wie sie es wollen, dann fangen sie einfach an, dich zu schlagen. Und man ist dort ganz allein.
Und man spürt, da ist niemand. Kein Rechtsanwalt, der einen vor solch einem Verhalten beschützt. Sie haben absolut freie Hand. Sie können machen, was sie wollen. Sie haben jemanden aus unserer Hausgemeinde lange gefoltert, während wir ihn hören konnten, bis er zu weinen anfing. Das war wie ein Startschuss für sie. Wenn sie jemanden zum Weinen bringen, dann sagen sie nicht, komm, es reicht. Nein, das ist nicht richtig. Das ist für sie nur der Anfang. Okay, es funktioniert, denn er weint. Lass es uns nochmal machen. Lass es uns stärker machen. Und dann schlagen sie noch viel härter zu. Manchmal hörte ich Frauen aus unserer Gemeinde schreien. Ich weiß nicht, was sie ihnen antaten. Nach ungefähr 12 Tagen wird Amir 2009 gegen Kaution entlassen. Er fürchtet eine weitere Haftzeit und flieht. Rund 3 Jahre versucht er über die Türkei, Russland und Zypern nach Europa zu entkommen. Vergeblich. Auf Zypern sitzt er wegen illegalen Reisens sogar 8 Monate im Gefängnis. Nirgendwo kann er bleiben. 2012 kehrt er heimlich in den Iran zurück und versteckt sich. Doch die Geheimpolizei findet ihn. Ich versuchte, ein Taxi zu nehmen, um zur Bushaltestelle zu kommen. Ich war gerade in das Auto eingestiegen, da hielt es kurz an. Eine andere Person stieg ein und setzte sich neben mich. Ich saß hinten im Auto. Doch plötzlich drückte die Person neben mir meinen Kopf herunter. Und der Fahrer sagte zu ihm, durchsuche ihn gründlich. Vielleicht trägt er etwas mit sich. Vielleicht hat er eine Waffe. Sie drückten mich runter, versuchten mir die Hände hinter den Rücken zu bringen und fesselten mich mit etwas aus Plastik. Er zwang mich, mich hinten im Wagen auf die Brust hinzulegen. Dann rannte er nach vorne und setzte sich neben den Fahrer. Nach einer Weile sagte der eine zum anderen, mach es rasch, schnell. Der andere kam und zog mich aus dem Auto heraus. Wir gingen eine Weile. Nach einiger Zeit wollte er, dass ich mich hinknie. Ich kniete mich hin und er stand vor mir. Er teilte mir mit, dass ich verurteilt sei und dass er es jetzt tun werde. Er sagte, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du als Muslim sterben? Er wollte, dass ich sage, dass ich den Gott des Islams als meinen Gott annehme und den Propheten des Islams als meinen Propheten. Und ich konnte die Kälte, das kalte Metall der Pistole in meinem Nacken spüren. Ich konnte mein Herz schlagen hören. Sie schießen wirklich. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich wurde traumatisiert. Ich hatte richtig Angst. Ich näste mich ein. Dann begannen sie mich zu schlagen und brachten mich zum Auto zurück. Und dann machten sie sich über mich lustig. Dann fuhren sie los und nach einigen Stunden war ich wieder in meiner Heimatstadt. Dort sagte jemand zu mir, ich habe dich echt vermisst. Und er nannte meinen Namen. Ich habe dich wirklich vermisst. Ich sagte dir, dass du uns nicht los wirst. Es ist ganz egal, wo du bist. Wir finden dich. Und sie brachten mich wieder in eines ihrer geheimen Gefängnisse, dieses Mal für eine Woche. Das war die Zelle und die Situation, in der ich mich befand. Die Breite ist vielleicht 1,20 Meter, die Länge vielleicht 2 Meter. Man kann sich gerade ebenso hinlegen. Und wenn sie stark gegen die Tür hämmern und dieser Ton wie ein Echo in der Zelle widerhallt, dann weißt du, dass sie dich wiederholen, um dich zu foltern. Wenn du ihre Schritte kommen hörst, dann weißt du, sie kommen wieder für dich. Und dieses Mal folterten sie mich viel härter. Sie peitschten mich aus, verbrannten mich mit Zigarettenstummeln. Faktisch sind sie Anhänger einer Verschwörungstheorie. Dieses Mal sagten sie zu mir, du verhältst dich sehr, sehr professionell. Wo bist du ausgebildet worden? Wer unterstützt dich? Sie unterstellten mir einfach, dass ich ein Profi sei, ein Spion. Denn sie gehen ganz schlicht davon aus, dass ein Christ, jemand, der seine Religion gewechselt hat, ein Gegner ist. Das ist die Grundlage ihres Denkens. In solch einer Situation brauchst du wirklich einen Glauben, auf den du dich fest gründen kannst. In solch einer Lage achtest du sehr darauf, dass du ihn nicht verlierst, denn das ist alles, was du noch hast. Und wenn du herausgefunden hast, dass alles, was du noch hast, der Glaube ist, dann verlierst du ihn nicht. Ich wollte nicht verlieren, was ich besitze. Ich gebe meinen einzigen Besitz nicht auf. Als sie mich entließen, war ich sehr erschöpft. Eine Woche lang hatte ich nichts gegessen, vielleicht ganze 2 Gläser Wasser getrunken. Ich war ausgepeitscht und verbrannt worden. Und dann ließen sie mich einfach auf der Straße stehen. Sie sagten, bleib hier, jemand aus deiner Familie wird kommen und dich abholen. Amir ist wieder gegen Kaution entlassen worden. Erneut fürchtet er, von einer anderen Behörde verhaftet zu werden. Darum wagt er im Dezember 2012 einen weiteren Fluchtversuch. 6 Tage versteckt er sich im Frachtraum eines LKW und gelangt schließlich in ein europäisches Land.
Dort erhält er im Februar 2014 endlich Asyl und darf zunächst für 3 Jahre bleiben. Jetzt, vorläufig in Sicherheit, kann er die Vergangenheit aufarbeiten. An Christen hat er die folgende Bitte. Einfach nur beten. Es ist wirksam. Es funktioniert tatsächlich. Was wir sagen, was wir befehlen, was wir uns von Gott erbitten, hat wirklich einen Effekt. Es macht was aus. Unsere Worte haben ihren eigenen Einfluss, ihre eigene Stärke. Ich bitte andere Christen einfach nur darum, für solche Menschen zu beten. Für diejenigen, die im Iran in einer solchen Situation sind, wie ich es war. Oder die versuchen zu fliehen. Bitte betet für sie. Um solch schlimme Dinge oder solchen Personen zu vergeben, braucht man wirklich die Gnade Gottes. Und unser Gott ist ein Gott der Gnade. Nur wegen seiner Gnade kennen wir ihn. Man kann aus Gnade ganz einfach vergeben, ohne Schwierigkeit, wenn man es von Gott erbittet. Herr, ich brauche die Gnade, um ihnen zu vergeben. Wenn ihnen jemand nicht vergeben kann, ist er wie ein Gefangener. Er ist nicht frei. Er muss ihnen vergeben. Denn sie haben nur dem gehorcht, was sie geglaubt haben. Sie waren Sklaven ihrer Überzeugung. Alles, was sie machten, taten sie genau deswegen. Und wir alle kennen es aus der Bibel. Sie folgen nur ihrem eigenen geistlichen Königreich. Warum sollten sie auch mit jemandem wie mir Probleme haben? Nur weil ich ein Christ bin? Ich habe nichts getan. Was ist also ihr Problem? Es liegt nur an ihrer Überzeugung, der sie folgen, die sie dazu gebracht hat, so etwas zu tun. Abgesehen davon sind sie ganz normale Leute. Also kämpfe ich nicht gegen sie. Wir müssen gegen ihre Überzeugung ankämpfen, ihr geistliches Königreich, dem sie gehorchen. Faktisch ist es ein Kampf zwischen geistlichen Reichen. Es ist so, wie die Bibel sagt, ich kämpfe nicht körperlich gegen sie, gegen Fleisch und Blut. Wir müssen gegen die geistlichen Mächte angehen, gegen die Gedanken, die sie dazu zwingen, solche Dinge zu tun. Das ist nun das tiefere Verständnis, das ich aus dieser Erfahrung gewonnen habe. Ich bin so dankbar. Langsam mit der Zeit erlebe ich wieder, was ich verloren hatte. Das Gefühl von Sicherheit. Sicherheit ist ja ein Gefühl. Man muss es einfach fühlen können. Und ich habe gerade langsam wieder angefangen, es zu empfinden. Und keine Albträume mehr zu haben, wie ich sie sonst oft hatte. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Hebräer 13, Vers 3. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung und über verfolgte Christen wünschen, können Sie unser kostenloses Monatsmagazin bestellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100
oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.